Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur kleinen Reihe Literatur fürs Studium, die jetzt in die 9. Folge geht, und zwar mit einem Hinweis für ein aus meiner Sicht sehr gelungenes Arbeitsheft: Bob Blume, 33 Ideen für den Einsatz digitaler Medien im Deutschunterricht für die Sekundarstufe 1 und 2. Warum zeige ich das gerade jetzt? Ja, in Dresden haben wir sehr viele Lehramtsstudierende im Fach Deutsch, die im Moment gerade entweder im Praktikum sind oder ihr Referendariat beginnen. Und darüber hinaus gibt es natürlich zahlreiche Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, die nur darauf warten, auf konkrete Anwendungsbeispiele von digitalen Applikationen und Umgebungen im Deutschunterricht. Ich weiß, dass das ganze Thema natürlich stiefmütterlich noch behandelt wird, aber es ist aus meiner Sicht besonders produktiv, wenn man zum kollaborativen Arbeiten anleitet und möglicherweise mit dem einen oder anderen Vorschlag schon sehr konkret im Deutschunterricht eine Idee umsetzen kann, ohne dass man auf langen Wege versucht, ideale Tools und ideale Arbeitsaufträge zu finden. Ein Tipp hierfür noch im Voraus: Besuchen Sie oder folgen Sie auf Twitter dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer. Hier bekommen Sie tagesaktuell sehr, sehr gute Hinweise, wie Sie bestimmte Aufgaben im Deutschunterricht lösen können. Und wir schauen jetzt erst einmal in dieses knappe Arbeitsheft von Bob Blume. Ja, also Sie sehen schon, das Ganze hat einen recht überschaubaren Umfang und bietet tatsächlich neben den sehr konkreten Anwendungen keine ausladenden Einführungen in Sinn und Nutzen digitaler Anwendungen im Deutschunterricht, sondern stellt Ihnen sofort ab Seite 1 sehr klar 33 Anwendungsfälle und Ideen vor. Das Ganze reicht von einer Einführung in literarische Texte, das heißt Figurenkonstellationen, die mit alternativen Repräsentationsformen umgesetzt werden, zum Beispiel Sketchnotes, Visual Notes oder Twitter, über Definitionen, die man gemeinsam erstellen kann, Recherchemöglichkeiten und Online-Validierungen von Informationen. Dann geht es in Richtung Textanalyse und Erschließung, über die Reflexion von Medienwirkungen bis hin zur Produktion eigener Inhalte. Und darauf kommt es mir auch im Wesentlichen an. Deswegen springe ich mit Ihnen hier mal in das letzte Kapitel, um einen Überblick über eine solche Übung oder Anwendung zu geben. Hier zum Beispiel die Erstellung von Erklärvideos. Sie sehen immer ganz kurz, welchen Zeitaufwand veranschlagt der Autor, also Bob Blume, für diese Anwendung. Dann wird eine Beschreibung geliefert, es werden benötigte Materialien und technische Voraussetzungen aufgezählt. Auch wenn der Autor gern auf Produkte aus der Apple-Familie verweist und dementsprechend auf macOS als Betriebssystem, gibt es immer noch Alternativen und sehr, sehr viele Alternativen im Bereich von Windows als Betriebssystem, auch Linux. Also das heißt, hier finden Sie Hilfe vor allen Dingen online, wenn Sie sich nach Alternativen umschauen möchten. Dann werden Ablauf und Methode des konkreten Beispiels vorgestellt, mögliche Probleme erläutert und analoge Alternativen aufgezählt. Darüber hinaus finden Sie natürlich auch Online-Ressourcen mit angegebenen URLs, die Sie dann auch der Einfachheit halber und zeitgemäß als QR-Codes direkt im Smartphone oder Tablet aufrufen können. Daneben hat das Ganze, das zeige ich Ihnen vielleicht noch am Beispiel von YouTube, natürlich auch einen tagesaktuellen Bezug. Hier zum Beispiel thematisiert Bob Blume die Auseinandersetzung zwischen Rezo und der CDU. Sie können also hier mit einem sehr frischen Konzept und einer sehr konkreten Handreichung einen sehr, sehr ansprechenden und, das sei auch gesagt, einfachen Einstieg in die Anwendung digitaler Applikationen im Deutschunterricht bekommen. Sei ausdrücklich zur Anschaffung und zur Nachahmung empfohlen. Mir besonders liegt die Konzentration zum Beispiel auf die Erstellung von Blogs, also Blogartikeln, und die Kombination mit Microblogging-Diensten wie Twitter am Herzen. Wünschenswert wäre für eine Zweitauflage die Integration von Messenger-Diensten, nicht zwingend WhatsApp, aber vor allen Dingen Telegram, das sich immer größere Beliebtheit erfreut, auch über die Informationskanäle.
die man mit Telegram betreiben kann, oder auch Signal, sodass dann eine leichte Kooperation und Absprache untereinander noch ermöglicht wird. Also, auch einmal ganz kurz, 33 Ideen für den Einsatz digitaler Medien im Deutschunterricht für die SEC 1 und 2 von Bob Blume würde ich unbedingt zur Anschaffung empfehlen. Liegt meines Wissens knapp unter 20 Euro. Das kann man sich leisten, wenn man in dem Feld noch nach Anregungen sucht. Ja, ich hoffe, der Tipp sagt Ihnen zu. Ich freue mich, wenn Sie das ein oder andere nachahmen und Anregungen darin finden. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, hoffentlich sehr viel zeitiger als jetzt mit dieser Folge. Bis dahin.